Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Craft Attack. Heute mal wieder mit ihrem extrem verplanten Moderator, dem Skate. Und es ist tatsächlich gerade schon wieder nach Mitternacht und ich dachte eigentlich, ich bereite jetzt noch was vor und mache hier voll die coole Runde Craft Attack. Aber von wegen, Alter. Ich habe zwar im Hintergrund einige Sachen gemacht, habe jetzt meinen Troll für Spark und auch den für Zinus geplant, obwohl, naja, beide sind relativ harmlos, aber auch ziemlich lustig. Also ich habe mir mal wieder Mühe gegeben und war, glaube ich, relativ kreativ, kann man das so sagen. Naja, ihr werdet es sehen, also die Troll-Videos kommen auf jeden Fall noch von beiden. Vielleicht müssen wir auch einfach mal wieder ein bisschen mehr trollen hier in Craft Attack, kam vielleicht in letzter Zeit viel zu kurz. Ansonsten habe ich mir auch noch zwei coole Redstone-Konstruktionen angeguckt, die ich in mein Haus einbauen möchte. Eine hierhin und eine weiß noch gar nicht wohin, die dann noch einige coole Dinge verbessern werden. Und ich muss Eier sammeln. Für was? Hat vielleicht mit einem Troll zu tun? Vielleicht auch nicht. Vielleicht mache ich einfach nur eine größere Hühnerfarm. Könnte ja auch sein. Es ist wirklich, ich habe, ehrlich zu sein, also es ist wirklich seit weiß ich nicht, 150 Folgen, keine Ahnung, also echt schon ewig. Immer wenn ich Craft Attack aufnehme, habe ich einen Plan. Also es ist wirklich so, dass ich mir vor der Folge alles vorbereite, mir überlege, was ich mache. Auch wenn ich über mehrere Folgen quasi hinweg dasselbe mache. Ich weiß, was ich mache. Also ich bereite mich in dem Sinne vor und gehe nicht einfach in die Aufnahme ran, habe absolut keine Ahnung. Außer es ist so wie jetzt, denn ich habe die letzten Stunden wieder mit anderen YouTubern auf einem Teamspeak verbracht, ohne aufzunehmen. Tja, was da wohl gerade passiert, ich kann es euch Gott sei Dank bald erzählen, aber in dieser Aufnahme noch nicht. Vielleicht sogar schon morgen, das werden wir dann sehen. Also wenn das morgige Video einen catchy Titel hat, dann hat das wahrscheinlich was damit zu tun. Deswegen pflanzen wir jetzt als allererstes die Kühe schnell weiter und dann gucke ich schnell auf der To-Do-List, was noch so offen ist. Vielleicht bauen wir auch einfach den Weg weiter, werden wir dann gleich alles sehen. Ja, wie gesagt, also vielleicht sogar schon morgen wird es dann endlich öffentlich, was seit über einem Monat im Hintergrund passiert. Und weswegen schon das eine oder andere nicht so kam, wie es hätte kommen sollen, weil ich schlichtweg, wieso gehe ich hier hinten lang? Ich brauche doch gar keinen Weizen mehr. Nicht so kommen, wie es hätte kommen sollen und so. Ihr könnt euch freuen, Leute. Es ist was extrem Cooles im Gange. Das kann ich auf jeden Fall jetzt schon mal so sagen. Aber wie gesagt, im Idealfall gibt es da schon morgen genauere Infos. Wir müssen uns jetzt nur noch drüber unterhalten, wie wir was wie veröffentlichen und so. Und ja, so viel dazu. In diesem Sinne, aber diese Folge wirklich total unorganisiert und sowas. Also die letzten zwei waren jetzt irgendwie wieder coolere Folgen, sag ich mal, wo ich auch persönlich damit zufrieden war. Da ging es ja, in der einen Folge war es ja ein bisschen emotionaler gestern und in der Folge davor habe ich diesen neuen Keller hier und so weiter vorgestellt. Das heißt jetzt eher Folgen, wo ich eigentlich eher zufrieden war damit quasi. Und diese Folge jetzt eben mal wieder so total, also wirklich, ich nehme jetzt dieses Video auf, lade das hoch und dann arbeite ich noch ein paar Stunden heute Nacht für meine Bachelorarbeit. Ich werde wahrscheinlich nicht vor 3 Uhr oder so ins Bett kommen. Es ist gerade schon wieder alles Eskalation und so. Hat ja wirklich lange gedauert. Aber es ist immer noch nicht so stressig. Selbst wenn es jetzt momentan stressig ist mit etwas, ist es nicht so krass stressig, wie es zwischendrin war während den Klausuren. Deswegen ist es alles okay, Leute. Macht euch keine Sorgen. Wirklich, so viel freie Zeit wie momentan habe ich seit einem halben Jahr nicht mehr gehabt, obwohl ich momentan so viele Dinge am Tun bin. Das darf ich Gott sei Dank bald veröffentlichen. Lalalala. Und dass ich eine neue Kamera habe übrigens, ist auch nicht besser, weil so renne ich die ganze Zeit mit Kamera rum, filme und fotografiere irgendwelche coolen Sachen. Siehe Instagram gestern. Gott, ich liebe sowas, ey. Wie habe ich es nur bis jetzt ohne Kamera überlebt? Furchtbar, keine Ahnung. So, die haben wir auch vermehrt, Weizen haben wir somit auch keins mehr. Ist aber nicht so schlimm, denn auch da werde ich bald was bauen, das dieses Problem behebt. Hint, hint, hint. Okay, jetzt möchte ich kurz noch eine Sache ausprobieren und dann widmen wir uns weiter den To-Dos. Ja, ich muss eine Sache ausprobieren, plus ich möchte noch was gucken. Und zwar glaube ich, dass Revi gestreamt hat. Zumindest hat er in der Skype-Gruppe sowohl nach der Versionsnummer als auch nach der IP des Servers gefragt. Also ist naheliegend, dass er wahrscheinlich mal wieder Minecraft aufgemacht hat. Ich weiß das nicht, aber wir werden das gleich herausfinden. Ich brauche schnell ein paar kleine Sachen und dann gehen wir auch mal kurz zu ihm rüber. Das interessiert mich nämlich jetzt. Ich möchte nämlich eine Sache kurz herausfinden. Zum Beispiel so. Einverstanden. Ja, haben wir gleich. Und dann gucken wir mal. Glücklicherweise wohnt er ja direkt nebenan. Was für ein toller Zufall. Und zwar möchte ich kurz herausfinden, wie sich Beacons verhalten, wenn man mehr als eine Glaspane oben drüber packt. Ich möchte jetzt zum Beispiel es schaffen, dass der blaue Strahl bis zu einem gewissen Punkt blau ist und dann rot wird. Und ich will wissen, ob das geht. Das ist ja spannend. Es funktioniert nicht nur, sondern es gibt sogar dann Farbmischungen.
Sehe ich das gerade richtig? Das muss ich mal ausprobieren. Das ist jetzt sehr pervers, aber noch nie gesehen. Ist das ein normales Vanilla-Verhalten? Könnt ihr mir das mal in die Kommentare schreiben? Also es sieht jetzt nicht gut aus oder so. Aber das von den Farbmischungen her müsste es passen. Das ist aber ein sehr komisches Verhalten. Das war mir so definitiv nicht bewusst. Weil so könnten wir es zum Beispiel schaffen, dass unser... Also wir haben zwei Möglichkeiten, deswegen gucke ich das gerade. Möglichkeit Nummer eins wäre, dass wir die Strahlen so mit einer Redstone-Geschichte automatisieren. Das geht halt einfach tatsächlich. Du kannst hier voll die geilen Mischungen machen. Also dass wir quasi unten, bevor die Strahlen hier rauskommen, hier kommt noch so ein kleiner Brunnen hin, wenn das hier fertig ist, dass wir die quasi automatisieren und so. Und die andere Möglichkeit ist, dass wir solche Zwischenabschnitte machen, dass das quasi so, so eine Spirale ist, die sich nach oben windet, indem wir in schlauen Abständen Paints reinsetzen, die ja dann auch unsichtbar sind. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, aber das sieht auf jeden Fall spannend aus. Ja, doch, durchaus. Okay, gehen wir mal noch schnell zu Revi rüber. Das interessiert mich jetzt, ob er vielleicht sogar sein Loch am Eingang mal geflickt hat, das ich ihm gerissen habe, aus Versehen. Ja, ist halt ein Creeper hochgegangen, Leute, ne? Shit happens, würde ich mal sagen. Boah, ich bin so gespannt, ne? Er war wirklich schon Ewigkeiten. Ewigkeit nicht mehr auf dem Server. Ewigkeiten nicht mehr auf dem Server. Hat sich was verändert? Ich habe keine Ahnung. Also wenn jetzt das Eingangsloch hier gestopft ist... Wow! Revi war tatsächlich auf dem Craft Attack Server. WTF? Heftig. Wow. Geil, er baut ja richtig weiter. Ich glaube, vorher war das Haus noch nicht so. Ja, feier ich. Wieder einen Mitspieler mehr gewonnen für Craft Attack. So muss das laufen. Sparks Pseudo-Troll. It's a prank, bro. Lies mich. Bester Troll ever. So möglich. Genauso wie Sinus mich mit den Iron Golems getrollt hat. Hat er, ist auch so ein richtiger Troll. So, ganz viele Leute haben mir auch gesagt, dass ich mal Kevin endlich seine Diamanten geben soll. Aber so haben wir nicht gewettet, Leute. Also ich habe ja mal mit G-Time gewettet, wer das nicht mitbekommen hat. Und habe ihm gesagt, ich gebe ihm 80% meiner Diamanten oder sowas. Also bei meinem aktuellen Fall, wir haben uns irgendwann mal auf 42 geeinigt. Bei 42. Wenn er sein Haus fertig hat. Und ganz viele haben jetzt mir vor einiger Zeit schon gesagt, ja, jetzt musst du ihm Kevin seine Diamanten geben. Aber Leute, ist das hier fertig? Mir fehlt noch die komplette Inneneinrichtung. Ich habe nämlich nicht mit ihm gewettet, dass das Haus stehen muss, sondern ich habe mit ihm gewettet, dass das Haus wirklich bis zum Ende eingerichtet sein muss. So weit, dass er sich ein neues Projekt quasi suchen muss, was als nächstes ein Craft Attack baut. So wie was das ich bei mir die Höhle hinten. Ja? Die ist jetzt fertig. Da mache ich nichts mehr dran. Ja? So fertig muss das hier sein. Nicht einfach nur das Hausgrundgerüst gebaut. Das mag so imposant von seinem Bauteam gebaut worden sein wie von mir aus, aber so war die Wette nicht. Ja? Die Wette war ganz klar... Mach das Ding fertig, weil das will ich halt auch ehrlich sehen. Das ist mir auch 80% meiner Diamanten wert, um ehrlich zu sein. Wenn er so ein heftiges Haus hinzimmert, da verliere ich gerne Wette. Das ist voll und ganz okay, aber er muss es halt auch machen. Ja? Also so viel nur dazu, weil da gab es echt viele Nachfragen, berechtigt. Klar, wenn man das nicht weiß, könnte man meinen, yo, Scale, du hast gerade deinen Diamantenvorrat verpuffert. Wäre dann blöd gelaufen, aber wie gesagt, ich nehme das wie ein Ehrenmann. Ich habe da absolut kein Problem damit. So, hier fehlt auf jeden Fall noch ein Schild. Fällt mir gerade so auf. Und wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Also diese Folge ist echt nicht so lang. Es ist auch eher so zum Labern, als zum irgendwas produktiv zu schaffen. Aber vielleicht schaffen wir trotzdem noch mal irgendwie schnell was. Ich muss dann auch gucken, dass ich in Zukunft wieder mehr mit anderen Leuten aufnehme. Das ist so, ja, mir selbst ein bisschen ein Dorn im Auge. Ah, ich weiß, was wir machen. Perfekt. Wir bauen die Kürbisfarm ab. Weil hier kommt ja jetzt eh dann der nächste Raum rein und so weiter. Und ich brauche auch keine Kürbisse mehr. Weil ich in dem großen Maß auch gar nicht mehr mit Villagern handeln werde. Und wenn doch, dann habe ich meine Makrofarm oder Mikrofarm, keine Ahnung, wie man das nennt. Deswegen kann ich jetzt ohne Probleme das hier abbauen. Und wir können auch endlich mal den Schneemann... Oh, der Schneemann ist längst Geschichte. Okay, schade, dann können wir den Schneemann doch nicht scheren. Wurde aber auch endlich mal Zeit, dass der irgendwie aus Gründen, die ich nicht verstehen kann, den Geist aufgegeben hat. Weil der hat mich schon länger angepisst. Also der Schneemann. So, dann müssen wir nur hier oben das Wasser verändern und dann können wir das hier ganz easy und schnell abreißen mit der Schaufel. Weil ich möchte, wie gesagt, aus dem Raum hier auch nochmal was Schönes basteln, wie eigentlich aus allen Räumen. Es hat sich soweit nichts verändert. Vor allem passt es halt echt gut, wenn wir hinten diese Höhle drin haben, weil das hier ist dann eher so was ganz anderes, sage ich mal, aber wird sicherlich auch gut zur Eingangshalle und so weiter passen. Deswegen
bin ich da optimistisch, dass das gut aussehen wird. So, jetzt können wir das hier weghauen. Wie gesagt, gibt es natürlich Seeds ohne Ende. Das kann alles sein. Das juckt mich alles überhaupt nicht. Hier möchte ich nämlich dann so einen kleinen, ich glaube, der Raum ist fast zu klein für sowas. Das ist echt ein Problem, weil ich möchte auf jeden Fall noch eine automatische Weizenfarm hier als nächstes basteln, aber eigentlich möchte ich so Zeug in den Keller bauen, weil der Keller sich besser dafür eignet, weil hier es soll halt vor allem nicht nur funktional sein, das Haus, sondern auch schön. Und wenn ich jetzt hier so reingucke, also hier hinten ist es schon perfekt, also das ist wirklich wow, ich freue mich jedes Mal, wenn ich hier durchgehe, das passt zu schön hierzu. Und hier links hätte ich gerne, man sieht das auch schon ein bisschen an dem Laub, das man da sieht, dass ich hier einfach gerne so auch so einen Durchgang hätte, aber dann hier so einen großen Raum mit Dschungelbäumen links und rechts und so ein bisschen so ein Dschungel-Setting. Ich frage mich halt nur, ob eventuell der Raum dafür zu klein ist. Aber naja, wir haben das Ding da hinten geschafft, da habe ich mir ein bisschen mehr Sorgen gemacht, also werden wir das hier wohl auch irgendwie schaffen. Das ist zwar auf jeden Fall ein Livestream-Projekt. Aber ich glaube, hierzu habe ich mir sogar mal die Hilfe von Klüm gesichert. Weil ich glaube, ich hatte ihn mal gefragt. Wir brauchen so oder so seine Hilfe, weil ich keine Dschungelsetzlinge habe. Ach genau, das sollte so ein elbischer Raum werden hier. Das war, glaube ich, meine Idee. Also so ein bisschen mit Bänken und so. Und so ein bisschen schön. Dass man vielleicht sogar hier rausgucken kann, könnte ich mir vorstellen, dass wir hier noch so einen Balkon hinsetzen, wo dann so Bäume rauswachsen. Das ist aber alles Zukunftsmusik. Also es gibt noch genug Dinge an diesem Berg, die momentan wichtiger sind als das. Und wir werden noch so viele verschiedene Räume hier dran bauen, ey. Überlegt mal, der Berg ist bis jetzt erst zur Hälfte ausgebaut, ne? So viel dazu. Und hinter mir in meinem Haus will ich noch einen Skatepark hinbauen und das und das. Und oh Gott. Wird Craft Attack jemals enden? Ja, wenn der Server ausgeschalten wird. Ich wette. Irgendwann läuft die Serverlaufzeit aus und die Map ist weg. 100% wird das so passieren. Bin ich mir einfach irgendwie, das bin ich mir so sicher, weil JB ja, glaube ich, ja auch nie aktiv drauf ist. Und dann hat er es irgendwie übersehen oder so und der Server ist weg und die Map und alles ist verloren. So wird Craft Attack 3 enden. So wie damals Minecraft Neuland geendet ist. Bei Unge und Dena. Könnte ich mir echt gut vorstellen, um ganz ehrlich zu sein. Das ist eine sehr traurige Geschichte, aber ich habe JB schon angeschrieben, hey, wie ist es mit dem Server? Pass auf, dass dir der nicht entgleist, aber er hat es noch nicht gesehen, glaube ich. Okay, hier können wir mal noch schnell ein bisschen die Wand raushauen, dass wir ein bisschen bessere Sicht nach draußen haben. Zumal, wenn wir das hier eh aufhauen, dann, ne? Ja, doch, passt ja eigentlich. Also von der Größe des Raums können wir hier auf jeden Fall was erreichen. Natürlich ist hier, alter, weißt du, früher musste ich mal gucken, was ich mache. Inzwischen ist es einfach nur einmal durchmetzeln und dann passt das irgendwie schon. So extrem, wie schnell ich hier abbauen kann, dank Haze 2. Ja doch, das passt doch. Also ich denke, hier kann man auf jeden Fall, weil nach links haben wir keinen Platz mehr, nach rechts glaube ich auch nicht mehr viel. Oh, ha, von wegen überhaupt keinen Platz. Aber hier können wir noch was reinbauen. Also die Höhe ist der einzige Faktor, wo ich mir ein bisschen Sorgen mache. Aber das Problem ist halt, wenn wir weiter noch nach oben gehen, ich kann mal noch kurz gucken, wie viel Platz noch ist, aber viel ist es nicht mehr. Kann ich euch schon mal sagen, viel ist es nicht mehr. Und wenn wir hier oben nochmal was reinbauen wollen, ich weiß gar nicht, was wollten wir hier oben wieder reinbauen? Leute, mein Gedächtnis ist so schlimm. Wollte ich immer was mit, ich glaube, ich wollte hier was mit Villagern machen, so ein Villager-Wohnraum. War das das? Ich glaube schon. Weil theoretisch könnten wir hier auch einfach den Boden rauskloppen. Guck mal schnell, das sind drei Blöcke, die jetzt noch Platz sind. Sind das an allen Stellen drei Blöcke? Ja, es sind drei Blöcke. Könnte man das hier rauskloppen und hier quasi so eine Art... Wo sieht man das? So wie hier, genau. Dass man quasi so ein Obergeschoss hat. Hätte natürlich auch einen durchaus epischen Effekt. Dann würden nämlich die Bäume quasi bis ganz nach oben wachsen. Ich müsste natürlich hier einige Dinge fixen, dass das hier vom Platz her passt und so weiter. Das geht aber sicher irgendwie. Dass man hier dann so ein Obergeschoss noch hat. Vielleicht mit so einem Rundweg oder so. Und dann hier so in der Mitte die Sachen hochwachsen quasi. Ich symbolisiere das mal, indem ich die halbe Decke hier raushaue. So. Gehen wir mal kurz unten runter. Oh, geil. Wow, ein Glück, dass ich jetzt nicht gestorben bin. Ich hätte es sein können, dass ich mich jetzt kaputt backe. Hätte sogar noch mehr was. Hätte noch ein größeres Raumfeeling. Mache ich vielleicht sogar. Dann müssen wir da oben, dann ist das halt doch kein Wohnraum für Villager. Aber die sind ja eigentlich auch da drüben ganz glücklich, oder? Zumal das eh nicht weit genug weg wäre, Fun Fact, damit sie nicht mehr zum Dorf zählen, oder? Oder ist das egal? Da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Weil dann würde ich nämlich irgendwie sowas machen. Oh Gott, das kann jetzt ewig dauern. Dann würde ich nämlich irgendwie sowas machen, dass die Villager doch hier wohnen. Ich weiß es nicht, was ich mache, Leute. Vielleicht wohnen sie auch... Ah, guck mal, der Übeltäter. So, vielleicht wohnen sie auch trotzdem hier oben.
keine Ahnung. Leute, da könnt ihr mir gerne Vorschläge posten. Ich weiß noch nicht, was ich hier draus mache. Auf jeden Fall wird hier nochmal was hinkommen, aber wie gesagt, momentan low priority. Das nächste, was wegfliegt, ist der Teil hier vorne. Da kommt eine Redstone-Geschichte hin, auf die man sich auf jeden Fall schon mal freuen kann. Die wird extrem geil, sage ich euch. Ich hoffe, dass ich das umgesetzt bekomme. Das wird eine echt heftige Geschichte, wenn ich mir das gerade so angucke. Oh je. Hoffentlich geht das überhaupt. Ich glaube, das geht gar nicht. Scheiße. Mist. Vielleicht brauche ich hier Viertel-Zwillingshilfe. Ich glaube, das geht nicht so, wie ich es vorhab. Wenn ich mir diese drei Blöcke hier so angucke. Ich brauche hier Viertel-Zwillingshilfe. Hoffen wir, dass Noah gut gestimmt ist, weil das wird ein massiver Eingriff. Das braucht etliche Command-Blöcke, um das zu machen, was ich haben will. Fuck it, Alter. Aber mit Pistons geht's nicht. Mist. Okay, Leute, das ist eine andere Folge. Ich würde sagen, wir gehen nochmal ganz schnell nach oben. Entschuldigung, dass es jetzt heute so ein bisschen, ja, Larifari war, aber ihr werdet schon sehr bald den Grund dafür erfahren. Das kann ich euch auf jeden Fall versprechen. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Zusehen, Leute. Wir haben ja dennoch was geschafft. Immerhin mal die Kürbisfarm weggerissen. Und ich weiß, dass ich weitere Command-Blocks brauche. Scheiße. Macht's gut. Bis dann. Ciao.